So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartacus und wir spielen heute wieder mal Imperium, aber diesmal die Legends-Version von Osprey Games. Es gibt zwei Boxen. Die erste, Classics, hatte ich euch vor einiger Zeit schon gezeigt. Das ist jetzt die Legends-Version. Sind weitere 8 Völker drin, die nicht alle aus der historischen belegten Geschichte stammen, sondern auch Fantasievölker sind. Und genau da kümmern wir uns heute mal drum. Ich hatte euch beim letzten Mal, ich lege den mal zur Seite, ich hatte euch beim letzten Mal 2 vergleichsweise einfach zu spielende Völker, Schwierigkeitsstufe 2 in der Völkerliste von den Designern gezeigt. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, habe es gerade gar nicht mehr in Erinnerung, müsste ich nachgucken. Ich glaube, es waren die Römer gegen die Karthager oder sowas. Und heute spielen wir 2 Völker aus der Legends Box. Und das sind die Arthurianer, die werden vom Bot gespielt werden, und die Utopier, die werde ich spielen. Und die beiden Völker haben den höchsten Schwierigkeitsgrad von 5 Sternen. Und das müssen wir uns mal anschauen, wie die spielen. Gucken wir mal, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Falls ihr das erste Video schon gesehen habt oder andere Videos zu Imperium, dann werdet ihr das kennen. Die Unrest-Karten, Völkerunruhe, liegen hier. Hier oben liegen die Fame-Karten, die Ruhmes-Karten und da drunter der King of Kings, der das Spielende einläutet, wenn der zum ersten Mal aufgedeckt wird bzw. gespielt wird. Hier liegen die Regionen, 5 Karten oben, alle anderen im Hauptdeck. Die Uncivilized-Karten, 5 Karten wieder oben, alle anderen im Hauptdeck. Die Civilized, zivilisierten Karten. Hier und auch dort wieder 5 Karten oben und alle anderen im Hauptdeck. Und aus dem Hauptdeck zusammen mit den Tributkarten, die hier mit drunter gemischt sind, 2 weitere gezogen. Die Token liegen hier. Wir müssen noch ein bisschen Progress auf die Civilized-Karten legen. Das soll im Wesentlichen nicht nur die Karten attraktiver machen, auch wenn man sie so früh noch nicht gebrauchen kann als Barbarenstatus, sondern es soll sie vor allen Dingen auch schützen davor, ins Exil zu gehen. Das macht den Markt so ein bisschen zu schwieriger für den Anfang, aber dann nachher, wenn man einmal Enterprise oder Empire geworden ist, dann wieder natürlich anders. So, wir haben dann in jedem der beiden Völker die Arthurianer, die Ritter der Tafelrunde im Wesentlichen mit ihrer Gefolgschaft. Die spielen sich deswegen anders, weil sie nicht einfach sich zum Empire entwickeln wollen und so weiter fortentwickeln wollen, sondern sie jagen dem Heiligen Gral nach. Und das macht auch der Bot. Ich zeige es euch kurz. Und zwar liegen hier der Heilige Gral und weitere, die ich jetzt schon gemischt habe, weitere sogenannte anstehende, bevorstehende Quests. Und diese Quests muss der Bot nach und nach aufdecken und spielen. Hier hat der Bot sein ganz normales Entwicklungsdeck, seine Nation Cards und seine Aufstiegskarte. Und hier ist sein Startdeck. Die Farbe ist grün und bei dem Startdeck sind auch 2 Unrest-Karten, die in den, das zeigt hier unten das Pfeilsymbol in der linken unteren Ecke, die auf den Hauptstapel kommen. Genauso wie bei den Utopiern, die spielen dieses türkise Deck. Und auch da sind 3 Unrest-Karten, die mit aufs Hauptdeck kommen. Und die Utopier, die habe ich hier mal abgebildet. Ich weiß nicht, wie gut ihr das jetzt seht. Das Artwork ist nach wie vor, ich finde es klasse, was The Miko, Michail Dmitrievich gemacht hat. Die Utopia spielen auch nicht auf den, ja, sie entwickeln sich vielleicht zum Empire, das können sie, aber sie suchen auch nicht irgendwo einen Aufstieg, einen Nationenaufstieg, sondern sie suchen Shangri-La. Und das wird hier durch 2 weitere Karten abgebildet, die aber doppelseitig sind. Die Visionen von Shangri-La, der Pfad zu Shangri-La, die Tore von Shangri-La und dann Shangri-La. Und wenn die Utopia Shangri-La entdecken, aufdecken, wie das funktioniert, werden wir nachher sehen. Dann wird auch da das Spielende eingeläutet. Und die Utopia haben halt auch ein großes Startdeck und haben kein Entwicklungsdeck im eigentlichen Sinne. Und auch das müssen wir uns mal anschauen, wie das gespielt wird. So, was wir noch nicht aufgesetzt haben, sind meine Startkonditionen. Das haben wir hier ein Progress-Token, den legen wir hier oben hin. Dann haben wir hier die 5 Exhaust-Marker, die 3 Aktionsmarker. Ich habe einen 4. hier, falls ich irgendwo mal eine Aktion gewinne. Dann kommen 2
Material Marker und einen Population Marker dazu. Was ich vielleicht auch noch nicht erwähnt habe, was aber geht und ich im letzten Spiel nicht genutzt hatte, dass ich einen Progress Marker entweder für zwei Material oder für, ich gucke auch nochmal nach, selbst geschrieben, dass ich da auch eine Symbolreferenz habe, hab ich geschrieben, da müsste ich es eigentlich wissen, aber auswendig, wenn man so viele Spiele spielt, auch nicht immer alles. Da steht's. Nein, da steht's nicht. Material. Ich gucke, Progress Marker kann man nämlich beim Kaufen, beim Acquire, da steht es in dem Lexikon. Also diese Anleitung ist nach wie vor nicht dazu geeignet, das Spiel zu lernen. Sie ist eher dazu geeignet, nachzuschlagen, wenn man das Spiel kann. Gain. Genau, ein Progress Marker funktioniert so, wenn man etwas bezahlen muss, wie ein Population Marker, ein Bevölkerungsmarker oder ein Materialmarker oder zwei Materialmarker. Das heißt, ich habe hier im Prinzip entweder zwei Population Marker und zwei Material oder vier Material und einen Population Marker oder eben einen Progress, der mir nachher Siegpunkte gibt. Gut, haben wir das geklärt. Kann man benutzen. Manchmal lohnt es sich auch, wenn man noch früh in der Spielphase im Spiel ist, dass man dann auch mal einen Progress Marker opfert, um sich eine gute Karte leisten zu können. Je nachdem, was so die eigenen Karten hergeben. Ich habe hier die Bot-Karte für die Arturianer. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist aus dem Startdeck die Handkarten des Bot auslegen. Und wir spielen mit 5 Karten, die er spielt. Man kann auch mit 6 spielen, dann spielt man aber in den obersten Schwierigkeitsleveln. Wir spielen den mittleren, nennt sich Imperator. Ist auch schon schwierig genug. Ich bin gespannt, wie das Spiel ausgeht. Und bezüglich des Scorings werde ich heute, deswegen steht das Tablet hier in der Ecke, schon mal vorbereitet, die Web-App von einem der Fans des Spiels nutzen, den imperiumscorer.search.sh. Ich stelle euch den Link natürlich unten in die Videobeschreibung. Und das ist eine Web-App, mit der man eingibt, welche Karten dann letztlich am Schluss des Spiels wo liegen. Und er sagt einem dann, wie viele Punkte man hat. Dann braucht man nicht selber zählen. Ich hoffe, dass die nachher funktioniert. Soll sehr gut sein, hat ein gutes Standing bei Boardgame Geek. Auch hier den Boardgame Geek-Link zu diesem Spiel kriegt ihr natürlich. Eben habe ich es gesagt, das ist die englische Version. Die deutsche Version soll am 9. September jetzt, das war eigentlich für Ende August geplant, ist dann verschoben worden auf den 2. September, ist auch nichts geworden, ist jetzt auf den 9. September verschoben, soll dann in der Spieleschmiede als deutsche Version kommen. Ich weiß nicht, zu welchen Preisen. Das hier hat, die Legends Box, hat mich etwas über 25 Euro gekostet. Im Moment, wenn ich das richtig im Kopf habe, liegen die so bei 28 Euro, wenn man so ein bisschen sucht. Und ja, ich weiß nicht, wann dann auch die deutsche Version erscheinen soll, wenn die Spieleschmiede das finanziert bekommt, was ich durchaus denke. Dann wird es sicherlich noch einige Zeit dauern, bis dann die deutsche Version auch irgendwo auftaucht. Und das, wer es dann vorher spielen will, der muss mit der englischen Version klarkommen. Das ist auch nicht weiter schwierig. Es sind ein paar Vokabeln zu lernen, aber das ist jetzt auch nichts Großartiges, wenn für jemanden, der schon mal ein bisschen Englisch gelernt hat. Okay, also, wir haben die Arturianer. Die haben hier ihre History unter ihrer Powercard. Sie haben hier ihre anstehenden Quests, ihr Entwicklungsdeck mit der Aufstiegskarte, ihr Nachziehdeck und ihren Ablagestapel hier. Sie werden niemals Empire werden. Davon kann ich ausgehen, denn die Arturianer haben einen Barbaren-Bot, ein Programm sozusagen, aber da auf der Rückseite sind schon die Atlanta. Die spielen wir heute nicht. Das heißt, hier brauchen wir nicht darum, uns zu kümmern, dass die mal irgendwo zum Empire werden. Die Sonnenwendkarte haben wir natürlich hier liegen und hier haben wir meine 5 Karten für die Utopia. Meine Nachziehstapel, meine Barbarenkarte. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel ihr hier unten seht. Falls hier unten Karten liegen, die relevant sind, erzähle ich euch das. Das ist natürlich immer so eine Sache, wie das mit dem Bildausschnitt ist bei so einem Spiel. Okay, legen wir los. Ich bin dran, ich fange an.
Und was habe ich denn hier so im Wesentlichen mal? Ich habe die Heilige Schriftrolle, die ich zwar kostenlos spielen kann, aber das würde nur jedem anderen Spieler erlauben, noch eine Karte zu ziehen. Mir selbst auch, aber eben auch dem Bot. Davon habe ich 2 Stück und die geben mir Punkte, und zwar einen Punkt, wenn sie in der History liegen. Mal schauen, was wir damit noch machen können. Dann habe ich hier das Kloster. Da kann ich, das ist eine Dauerkarte, die bleibt dann hier unten liegen in der Auslage. Die kann ich, da kann ich diese Schriftrollen garnisonieren drunter und könnte dann eine Karte aus der Hand ins Exil legen, dort oben hin. Und dabei 2 Bevölkerungsmarker gewinnen. Und wenn das dann eine Angriffskarte ist, die ich ins Exil lege, würde ich sogar noch einen Progressmarker hinzugewinnen. Und in der Sonnenwende haben sie eine Eigenschaft, ziehe eine Karte oder leg diese Karte zurück in deinen Discard-Ablagestapel lege dann eine Unruhekarte, eine Unrest-Karte zurück aufs Hauptdeck. Das könnte spannend werden, aber vielleicht noch nicht so früh. Denn jetzt schon Karten ins Exil zu legen, ist vielleicht noch ein bisschen früh. So, dann habe ich hier Lost Tomes. Da wüsste ich jetzt nicht die Übersetzung, außer verloren. Was Tomes ist, kann ich euch nicht sagen. Auch hier kann ich Schriftrollen garnisonieren und könnte eine Karte von der Hand oder vom Ablagestapel in die History packen. Und bei der Sonnenwende, wenn ich 2 Schriftrollen, und ihr seht jetzt, das ist ein von mir aufgeklebter kleiner Klebezettel mit einer Bleistift 2 drauf, denn hier stand vorher eine 3 drunter, das ist eine von den korrigierten Karten. Auch hier nochmal dringend die Empfehlung, wenn ihr euch dieses Spiel zulegt auf Englisch, guckt bei BoardGameGeek nach den korrigierten Karten und nach den Errata der Anleitung. Die sind wichtig. Genauso wie für das Solospiel die Bot-Referenzkarten. Okay. In der Sonnenwende kann ich, wenn 2 Schriftrollen garnisoniert sind, kann ich diese Karte zurücklegen in den Ablagestapel und die oberste Karte vom Fame-Deck, vom Ruhmes-Deck ziehen. Das ist natürlich spannend. Die könnte ich ausspielen und dann habe ich hier das Portal. Auch das ist eine dauerhaft ausliegende Karte. Ich kann auch hier Schriftrollen garnisieren und Regionen erwerben. Das ist spannend. Und in der Sonnenwende kann ich eine Region wieder aufnehmen. Oder diese Karte beenden, also zurück in ins Ablagedeck legen und dabei eine Bevölkerung gewinnen. Mit der Karte werde ich anfangen. Die Karte werde ich ausspielen. Hier liegen also jetzt die Portale. Das seht ihr gerade noch so unten. Und das hat mich eine Aktion gekostet. Und dann werde ich auch direkt diese Karte exhausten, ermüden und eine Schriftrolle dort platzieren, garnisonieren. Übrigens hier der weiße Marker ist auch überklebt, hier war vorher ein Icon drin, das nicht gültig ist. Auch das ist eine korrigierte Karte. Deswegen seht ihr hier den weißen Pinöpel eventuell noch, ja, den weißen Marker. Okay, so. Dann habe ich sie exhausted. Jetzt kann ich eine Region kaufen. Und dann kaufe ich genau diese Region, die hier liegt. Die kommt auf meine Hand. Eine neue wird nachgezogen. Das war eine Aktion, ein Ermüden. Wir müssen noch mal schauen, bevor wir weitermachen. Meine Visionen von Shangri-La haben ja auch eine Eigenschaft. Auch eine Exhaust-Eigenschaft. Wenn du eine Unrest-Karte zurücklegst, kann ich diese Karte exhausten und eine Aktion ausgeben, um einen Progress zu gewinnen. Und in der Sonnenwende, ich muss alle Progress-Token mindestens 5 bezahlen, um diese Karte umzudrehen. Also das ist mein Weiterentwicklungszyklus. Ich muss Progress-Token sammeln und jedes Mal, wenn ich 5 zusammen habe bei Sonnenwende, kann ich 5 bezahlen, um dann von den Visionen auf den Pfad, dann an die Tore und dann letztlich nach Shangri-La zu kommen. Das heißt, ich brauche am Anfang natürlich Progress-Token.
Oder ich muss, wenn ich das nicht kann, eine Karte ablegen und eine neue ziehen. Und meine Bevölkerung, meine Zivilisationskarte selbst, hat eine passive Eigenschaft: Wenn mein Deck leer ist, muss ich eine Unrest-Karte nehmen. Das heißt, ich sollte möglichst langsam spielen. Das ist wichtig. Und in der Sonnenwende, alle anderen Spieler können einen Unrest zurücklegen. Das betrifft aber den Bot nicht, der ignoriert das. Das steht auch in den Regeln. Und ich würde eine Bevölkerung für jede zurückgelegte Unrest-Karte gewinnen. Also die Sonnenwende bringt mir für diese Karte leider nichts, weil ich gegen den Bot spiele. Tja, aber die passive Fähigkeit muss ich mir merken. Sobald das Deck leer wird, kriege ich automatisch einen Unrest. Das werde ich wahrscheinlich nicht vermeiden können. Wir werden sehen. So, zweite Aktion. Ich spiele die Region, die befestigt, Fortified Region, die befestigte Region. Hier steht drauf, lege eine Karte aus dem Markt ins Exil. Was ich vermeiden will, ist ja, dass der Bot wertvolle Karten bekommt, die für ihn wertvoll sind. Und das sind die Karten mit dem Stern. Dann werde ich mal die Wassermühle ins Exil geben. Mal schauen, was danach kommt. Eine Region. Okay. So, das ist der erste Teil, den ich gemacht habe von der Fortified Region. Dann kommt, ich kann eine Karte garnisonieren, das will ich aber nicht. Und dann habe ich eine Exhaust-Aktion, und zwar eine Verteidigungsaktion. Wenn andere Spieler einen Angriff spielen, kann ich diese Karte exhausten und eine Bevölkerung bezahlen, um den Angriffseffekt zu vermeiden. Na, mal schauen, ob mir das hilft. So, damit habe ich zwei Aktionen ausgegeben. Vielleicht will ich jetzt auch gar nicht mehr. Ich muss ja nicht alle drei Aktionen ausgeben. Ich muss ja mein Deck langsam durcharbeiten. Im Gegensatz zu allen anderen Zivilisationen würde ich das nämlich hier langsamer machen wollen. Wir schauen mal. Ich werde keine weitere Aktion machen, sondern werde gleich nur zwei Karten nachziehen. Ich werde auch keine Karten ablegen. Das heißt, die kommen alle zurück. Dann ziehe ich auf 5 Karten nach. Und ihr seht es vielleicht schon, auch bis auf die Schriftrollen, die anderen Karten, die ich habe, sind bisher alle sogenannte Pinned-Karten, die also in der Auslage dauerhaft liegen bleiben. Also mein Deck dünner machen, was ich eigentlich nicht will. Wir müssen schauen, wie wir damit umgehen. Ich muss jetzt aber noch einen Progress-Token hier auf einer Karte platzieren. Für den Bot ist diese Karte 5, inzwischen sogar 6 wert. Das heißt, ich kann die hier gefahrlos aufwerten, den Onager. Okay. Dann ist jetzt der Bot dran. Eine 5. Die 5 blockiert diese Karte, die wird nicht gespielt. Der Bot macht jetzt nur 4 Aktionen. Und er wird nachher auf dieser Karte dann einen Progress-Marker platzieren. Okay. Jetzt brauchen wir das Bot-Referenz-Sheet. Und als erstes spielt er Morgana, die Fee. Morrigenna ist der keltische Name dieser Figur. Und wir schauen mal, ob es dafür eine Symbolik gibt, die passt. Das ist eine Angriffskarte, die wäre hier. Das ist keine Unrest, keine Ruhmskarte. Ist nicht speziell benannt, keine Region, keine Pint-Karte, kein Ritter. Es ist eine Angriffskarte. So, wenn möglich, lege einen Ritter vom Discard, haben wir nicht, ist also nicht möglich. Andernfalls, lege diese Karte in die History und place the top card from the Dynasty Deck in the Discard. Das Dynasty Deck ist dieses hier. Und die kommt in den Discard. Dann das ist ein Ritter. Ihr seht das vielleicht. Sir Gawain. Gucken, das müsste gehen. Ja. Sir Gawain hat ein Rittersymbol hier oben. Und die Ritter haben halt gewisse Eigenschaften. Mal schauen, wie der Bot damit umgeht. Place in the Discard. Take one Unrest. Also er bekommt einen Unrest. Und ich muss einen Unrest nehmen. Ich bekomme also auch einen Unrest. Okay.
Das war diese Aktion. Jetzt kommt die zweite Karte des Bot. Er spielt eine Region, Britannia Secunda, eine Karte vom Markt ins Exil und diese Region ausspielen. Also ich werde die Region hier unten hinlegen, ihr seht das, ja. Und er muss eine Karte ins Exil schicken, das macht er mit der linkestmöglichen Karte, das ist diese Region. Wir legen also hier neu nach, noch eine Region. Gut, das war nicht weiter aufregend. Nächste Karte, Kafal, das ist keine Unrest, keine Ruhmeskarte, es ist nicht Truth, wie es heißt. Keine Region, keine Pint-Karte, kein Ritter, keine Angriffskarte, keine Empire-Karte, keine Aufstiegskarte, keine Uncivilized-Karte, es ist eine Other. Hier steht Acquire, entweder Uncivilized, Civilized, Region oder Tributkarte und dann kommt die Karte in die History. Und jetzt Acquire heißt vom Markt nehmen und der Bot nimmt sich immer das Wertvollste. Und er ist jetzt hier durch diesen Befehl nicht auf irgendeinen Typ eingeschränkt. Er kann sich alles nehmen, nimmt er sich die wertvollste. Das ist diese Karte mit 6 Wert. Jawohl, die nimmt er. Dann hat der Bot schon mal einen Progress. Und die Karte kommt in die History. Und dann haben wir jetzt eine Ritterfigur. Das ist Merlin. Und auch der fällt nicht unter die... Es ist eine Ritterkarte, hier steht's. If able, wenn möglich, abandon a region, da kommt die ausgespielte Region in den Discard Pile, um eine weitere Region zu kaufen. Und da kauft er die linkestmögliche. Das ist diese hier. Die war hier nachgezogen und die war hier nachgezogen. So. Andernfalls Breakthrough for Uncivilized, das machen wir nicht, sondern es hat tatsächlich eine neue Region erworben und die andere kam in seinen Ablagestapel. Okay, dann ist die gespielt und dann kommt die auch in den Ablagestapel. So, dann hat er 4 Karten gespielt und damit kommt jetzt hier ein Progress Token. Die Karte kommt rüber und er zieht für die nächsten Aktionen 4 neue Karten. Und jetzt haben wir Sonnenwende. Beim Bot liegt nichts an Sonnenwendfähigkeiten aus. Hier liegen meine Karten. Und von der Power Card. All other players may return an unrest. Das trifft hier nicht zu. Der Bot ignoriert diesen Befehl. Das heißt, hier gewinne ich nichts. Hier, choose pay all your progress, minimum 5 to flip this card. Kann ich nicht. Ich habe nur einen. Also, discard a card, then draw a card. Okay. Muss ich eine Karte discarden, dann werde ich vielleicht mal diese Lost Tomes discarden und dann kann ich eine Karte nachziehen. Das ist Charity. Okay, schauen wir mal. Ich muss aber noch mal weitermachen. Dann muss ich hier bei den Portalen die Sonnenwendfähigkeit recall a region oder abandon this card and gain one population. Ich werde diese Karte, nein, die lasse ich nochmal hier liegen. Recall a region. Und Recall heißt wieder auf die Hand nehmen. Okay, dann nehme ich die Fortified Region wieder auf die Hand. Dann kann ich sie nämlich gleich wieder ausspielen. Okay, dann schauen wir mal, was wir machen können. Charity. Gain one progress. Each other player may gain 2 material. Also, ich gewinne einen Progress-Token.
Jeder andere Spieler bekommt 2 Material. Das war eine Aktion und die geht auf den Discard. Und dann habe ich hier gefunden, den Berg, den Rückzugsort in den Bergen, Mountain Retreat. Bei der kann ich Anrestkarten garnisonieren. Moment. Mit der Karte kann ich nämlich anschließend in der Sonnenwende entweder eine Karte ziehen oder die Karte wieder ablegen in den Discard-Stapel, um dabei alle garnisonierten Anrestkarten loszuwerden. Das heißt, die würde ich gerne ausspielen. Aber dazu muss ich nochmal schauen, habe ich einen Fehler gemacht? Ich hätte nämlich nicht die Lost Tomes discarden sollen eben, sondern die Schriftrolle. Genau, so machen wir das. Jetzt spiele ich in der zweiten Aktion den Rückzugsort in den Bergen. Und dann kann ich den nämlich auch schon exhausten, indem ich eine Anrestkarte hier drunter schiebe, garnisoniere und kann damit eine Schriftrolle aus dem Discard-Stapel wieder aufnehmen. So machen wir das nämlich. Gut. Dann habe ich wieder das Kloster, das will ich vielleicht nicht spielen, die Lost Tomes auch nicht. Dann habe ich Dao Chang, eine passive Fähigkeit. Wenn ein anderer Spieler einen Angriff spielt, kannst du mit einem bezahlst du eine Bevölkerung und vermeidest den Effekt. Ermüden, Garrison, Roll, eine Schriftrolle garnisonieren, um eine Tributkarte zu akquirieren. Und in der Sonnenwende entweder muss ich einen Anrest nehmen oder ich werde diese Karte in den Discard-Stapel werfen und ein Material gewinnen. Ich glaube, da spiele ich aber doch lieber als dritte Aktion wieder die Fortified Region, um für den nächsten Angriff des Bots eventuell gewappnet zu sein. Jetzt erinnere ich mich gerade, hätte ich vielleicht den Angriff von Morgana, das You Take an Unrest, abwehren können mit der Fortified Region. Da habe ich, glaube ich, nicht dran gedacht. Da habe ich gepennt. Jetzt ist es so, wie es ist. Dann hätte ich die Unrest-Karte nämlich gar nicht erst. Gut. Damit habe ich meine 3 Aktionen verbraucht. Die Karte hier hatte ich exhausted. Und dann geht's wieder los. Zug ist zu Ende. Ich muss eine Karte markieren. Was haben wir denn hier Schönes? Ich lege sie mal hier drauf. Obwohl, die hier ist 2 wert, die ist jetzt auch 2 wert. Die Karte hätte ich gerne. Ich muss mal gucken, ob ich das vermeiden kann, dass der Bot sie kriegt. Okay, dann kriege ich die Marker alle zurück. Meine Aktionen und meine Exhaust-Marker. Es gibt übrigens im Boardgame Geek Forum bei den Varianten auch Vorschläge, wie man das ein bisschen streamlinen kann, das Handling. Ich spiele es aber trotzdem jetzt erstmal so. Ich habe mich ein bisschen daran gewöhnt, ich komme damit ganz gut klar. Und das müsst ihr euch selbst anschauen und entscheiden, wie ihr weiter vorgeht. So, 4 Karten bleiben. Ich nehme noch eine 5. auf die Hand. Den Baum des Wissens, Baum der Erkenntnis. Auch da kann ich Schriftrollen garnisonieren, um dann Uncivilized oder Civilized Karten zu erwerben. Und in der Sonnenwende eine Karte ablegen,
oder die Karte abandonen und dann eine neue Karte ziehen. Schauen wir mal, was wir machen. 3, 4, 5. Gut, das haben wir gemacht. Der Bot ist wieder dran. Und wir müssen schauen, was die Referenzkarte sagt. So, wir spielen wieder einen Ritter, Sir Percival. Wenn möglich, Abandon Region geht nicht. Andernfalls Breakthrough for Uncivilized. Okay, Breakthrough for Uncivilized. Da brauche ich nicht viel machen, die liegen hier. Und ich hab gepennt. Hier habe ich doch vollständig vergessen, die Anrestkarten drunter zu legen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe bisher nur Regionen gekauft. Hat der Bot etwas gekauft, was er nicht hätte kaufen dürfen? Beziehungsweise nur mit Anrest? Auch das war, glaube ich, nur eine Region, die er gekauft hat. Es waren hier Karten, die er gekauft hatte. Und er hatte die Morgana, das weiß ich noch. Er hatte einen Ritter, hatte eine Region erworben. Und er hatte eine Other, da hatte er irgendwas acquired und hatte eine Empire Card, eine von diesen Civilized Karten gekauft. Und dafür fehlt ihm noch eine Unrest. Die habe ich ihm jetzt nicht gegeben. Mein Fehler. Verdammt. Er hat jetzt eine Unrest mehr. Und die müsste dann auch hier liegen, weil sie ja dann auf dem Nachzugstapel gelandet ist und dann auch ausgelegt wurde. Naja, das habe ich jetzt falsch gespielt zugunsten des Bot. Okay. Den Fehler kreide ich mir an. Das reparieren wir jetzt nicht mehr. So. Breakthrough for Uncivilized. Das heißt, er nimmt diese Karte hier, ohne die Anrestkarte zu nehmen. Und dann kommt eine Nachziehkarte sofort hinterher. Und die Karte geht in Ablagestapel. So. Und ihr seht, das ist die Civilized-Karte, die er eben dort erworben hat. Und da fehlt jetzt als nächstes die Unrest-Karte. Okay, er spielt jetzt eine Empire-Karte. Gain one Progress. Ein Fortschritt. Und die Karte geht in die History. Dann ist sie wenigstens raus. Aber da ist eine Unrest-Karte. Und hier ist noch ein Ritter. If able, abandon. Region geht immer noch nicht. Otherwise breakthrough for uncivilized. Also wieder uncivilized. Diese Karte hier mit einem Breakthrough. Und dann geht es hier weiter. Okay. Das war das. Dann rutscht die Karte nach vorne. Und die nächsten Karten gehen nach. Und auf der 2 kommt noch ein Progress-Token. So. Sonnenwende. Wir haben nichts. Hier ist nichts. Ich kann keine 5 Progress bezahlen, um die Karte umzudrehen. Also muss ich eine Karte ablegen und dann eine Karte nachziehen. So, ich lege mal wieder eine Schriftrolle ab. Mal gucken, was wir machen können. Eine Karte nachziehen. Meditation. Eine Freeplay-Karte. Okay. Dann haben wir hier noch Sonnenwende. Recall a region oder abandon this card and gain one population. Wir machen Recall a region. Und dann haben wir hier noch eine Sonnenwende. Ziehen eine Karte oder dann werde ich die abandon und alle garnisierten Unrest zurücklegen. Haben wir das gemacht. Und dann war es das mit der Sonnenwende und dann sind wir dran. Ich werde jetzt die Meditation spielen. Return a card from your discard pile to the top of your deck. Dann nehmen wir den Rückzugsort in den Bergen wieder auf.
All other players may draw a card, und das funktioniert beim Solospiel so, dass der Bot eine Karte von seinem Nachzug in seinen Ablagestapel legt. Okay, das war eine Freeplay-Aktion. Dann spielen wir wieder die befestigte Region. Dann spielen wir den Baum der Erkenntnis. Auch hier kann ich Schriftrollen garnisonieren, um dann eine Civilized oder Uncivilized Karte zu kaufen. Ich habe jetzt aber keine Schriftrollen auf der Hand, da muss ich warten, bis ich nachziehe. Und deswegen werde ich jetzt auch meinen Zug beenden und hoffe, dass ich dann wenigstens zwei, dass ich mindestens eine, vielleicht sogar zwei Schriftrollen nachziehen kann. Eins habe ich noch vergessen. Ich habe eben in der Sonnenwendphase. Nee, dann passt es ja nicht. Das Exhausten kann ich hier nur machen, wenn ich dran bin, weil die Visionen von Shangri-La sagen mir, wenn ich eine Unrest-Karte zurücklege, kann ich diese Karte exhausten, um einen Progress-Marker zu gewinnen. Und dann muss ich auch eine Action ausgeben. Ich habe aber jetzt in der Sonnenwende noch keine Aktion auszugeben, deswegen funktioniert das meines Wissens nicht. Da muss ich nochmal nachschauen. Okay. Gut, dann war es das für meinen Zug. Als erstes einen Progress-Marker auf den Markt legen. Das schauen wir mal. Dann werden wir mal versuchen, blockieren. Dann ziehe ich zwei Karten nach. Das ist wieder der Rückzugsort in den Bergen und eine Schriftrolle. Gut, die brauche ich. Und dann ist der Bot dran. Und die Marker kommen natürlich zurück. Wieder eine 2 und wir nehmen wieder das Referenzsheet, eine Region. Eine Karte geht ins Exil. Und die Region wird ausgespielt. Die wird nicht gespielt, die zweite Karte. Dann eine Pinned-Karte ist es. Lege das die oberste Karte vom Bot-Deck ab, wenn möglich. Jawohl, das geht. Return an Unrest from Discard if able. Das sind keine im Discard-Stapel. Andernfalls gewinne einen Progress. Okay. Nicht gut. So, nächster, noch ein Ritter. Abandon a region to acquire a region. Und das einzige, die er hat, ist die hier. Das heißt, er gewinnt wieder zwei Fortschrittstoken und die Region. Hier kommt eine neue Region. Und der Ritter kommt auf den Ablagestapel. Jawohl. Und dann kommt noch die nächste, die vierte Karte, wieder eine Region. Die wird ausgespielt und es geht eine Karte ins Exil, das ist diese hier. Und dann hat er sie ausgespielt, jawohl. Dann kommt ein Fortschrittsmarker auf eine Karte. So, dann wird das nachgezogen. Jetzt ist das Deck leer. Das heißt, es kommt die oberste Karte vom Nationendeck mit ins Spiel und es wird wieder ausgelegt. So, Sonnenwende. Die funktioniert immer noch nicht. Hier habe ich immer noch keine 5, also muss ich eine Karte ablegen und eine Karte nachziehen. Dann lege ich die Lost Tomes ab und ziehe eine Karte nach. Nochmal Schriftrollen. Dann
Recall Region. Nein, ich werde diesmal diese Karte abandon, um hier einen Population Marker zu gewinnen. So. Und dann haben wir hier noch einen Sonnenwinden-Effekt. Discard a card oder abandon this card and draw a card. Ich will aber gerne eine Karte acquiren. Da liegt nämlich hier eine ganz spannende, das Amphitheater. Die kann ich aber noch nicht ausspielen. Hier kann ich nachziehen, das will ich vielleicht nicht immer, wäre aber auch nicht so schlecht. War das richtig, dass ich die abgelegt habe? Nein. Ja, doch. Ist schon okay. Müssen wir hin. Okay, und hier muss ich mich entscheiden. Discard a card oder abandon this card and draw a card. Dann werde ich das Kloster discard. Nein, ich werde nicht. Ich werde diese Karte abandon und nochmal nachziehen. So, das werde ich doch tun. Drei Schriftrollen. Oh, okay. Dann müssen wir mal schauen. Sonnenwende ist vorbei. Ich spiele aus. Ich spiele aus den Mountain Retreat. Jetzt ist übrigens mein Deck leer geworden. Und in dem Moment muss ich einen Unrest nehmen. So, und den Mountain Retreat, den ich gerade ausgespielt habe, werde ich jetzt exhausten und hier eine Unrest-Karte unterlegen, um eine Schriftrolle zu gewinnen. Will ich das Kloster spielen? Eine Tributkarte kann ich nicht acquiren. Jetzt habe ich die Schriftrollen, jetzt habe ich hier unten keine Karten, mit denen ich geschickt andere Dinge kaufen kann. Und hier kann ich nur eine Karte ins Exil geben. Das Kloster gibt mir einen Siegpunkt für vier Karten, die im Exil liegen. Aber dafür ist es noch ein bisschen früh. Ich werde sie einfach nur ausspielen. Als zweite Aktion. Eins, zwei, drei, vier Schriftrollen. Ich werde noch Dao Chang ausspielen als Aktion. Hat auch eine passive Verteidigungsfähigkeit. Gegen eine Bevölkerung kann ich einen Angriffseffekt verringern. Und ich kann hier, wenn ich eine Schriftrolle garnisoniere, die Karte exhausten und eine Tributkarte kaufen, was derzeit nicht geht. Aber die Schriftrollen halte ich auf der Hand. Das sind vier. Ich muss nachher eine nachziehen. Mein Deck ist leer. Aber wir werden erstmal einen. Eine Karte markieren müssen. Hier den Onager. Und dann muss ich nachziehen und dafür muss ich das Deck mischen. Ihr seht schon, ich habe nicht Großkarten, die mir das Erwerben von Karten aus dem Markt erlauben. Nur ganz wenig, nur wenn ich eine Schriftrolle irgendwo garnisoniere. Das heißt, die Utopia fokussieren sich eigentlich gar nicht so sehr auf das, was da ist und auf die anderen, sondern sie wollen lieber in Richtung Shangri-La. Dafür brauche ich aber Siegpunkte, da muss ich ein bisschen was tun. Das mache ich irgendwie ungeschickt.
So, der Bot ist dran. Eine 3, da liegt er gut. Referenzkarte holen. Das ist eine Pint-Karte. Die oberste Karte ablegen. Eine Unrest aus dem Discard-Stapel zurücklegen, geht nicht, also gewinnt er einen Progress. Jetzt gucken wir mal, er hat schon 3, 4, 5. Das heißt, wir nehmen eine 5er Markierung. So. Das macht ihn richtig reich hier. So, nächste. Eine Region. Dann geht eine Karte ins Exil. Das ist diese hier. Und die Region wird ausgespielt. Nächste Karte. König Arthur. Das ist ein Ritter. Abandon a region to acquire a region. Jawohl. Hat funktioniert. Und dann kommt natürlich eine Region nach. Jetzt kommt Lady Bertilak. Oder Bertilak. Auch das ist eine Angriffskarte. Wenn möglich, einen Ritter vom Ablagestapel in die History. Da geht König Arthur in die Geschichte ein. Und das wird die oberste offene Quest. Gain heißt, hier, sie kommt hier hin. Andernfalls put this card into history and place the top card from the dynasty deck on the discard. Ne, das geht nicht. So, take one unrest, das muss der Bot tun. Und you take an unrest, das will ich nicht tun. Dafür habe ich diese passive Fähigkeit hier von Dao Chang. Also muss ich eine Bevölkerung bezahlen und dafür ist dieser Effekt weg. Damit ist die Karte erledigt. Alle vier Karten durch. Das heißt, der Bot legt einen Progress-Marker hier hin und bekommt diese Karte nach vorne. 1, 2, 3, 4 neue Karten. Sonnenwende. Ich habe immer noch keine 5 Progress. Was habe ich für Karten? Ich hätte aufziehen sollen, sowieso auf 5. So, das Portal hätte ich also ohnehin bekommen. Dann werde ich discard a card, then draw a card, dann werde ich diese discarden und eine ziehen. Und dann habe ich hier noch Draw a card oder Abandon this card and return an unrest. Ja, dann werde ich noch eine Karte ziehen. Noch eine Schriftrolle. Und hier entweder take an unrest or abandon this card and gain one material. Dann werde ich diese Karte abandon. Ich komme natürlich zurück. Und ein Material gewinnen. Damit habe ich alle Sonnenwendeneffekte erledigt. Ich bin dran. Dann werde ich die Portale spielen und werde sie auch direkt exhausten, um eine Region zu kaufen. Dann kaufe ich die Ebene. Und dann werde ich die Ebene auch direkt spielen. Die wird mir einen Progress gewähren. Exile a card from the market. Das werde ich mit dieser Karte tun. Und jetzt ist der Uncivilized Stapel leer, das heißt, ich ziehe von hier nach. Das war die zweite Aktion. Dann werde ich als dritte Aktion, mache ich mal hier ganz links, seht ihr das noch? Ja. Den Baum der Erkenntnis spielen und dann werde ich hier eine Schriftrolle garnisonieren, auch das exhausten.
um nämlich acquire a civilized or uncivilized. Und jetzt kann ich nämlich eine civilized Karte kaufen, auch wenn ich sie nachher nicht spielen kann, aber ich kann sie kaufen. Und die hat nämlich 1, 2, 3, 4 Progress Token. Und das ist acquire, heißt mit Unrest Karte. Und es kommt eine neue Civilized Karte ins Spiel, die Astronomie. So, und damit habe ich 3 Aktionen ausgegeben, aber ich habe noch eine Unrest Karte bekommen. Und die kann ich hier in dem Mountain Retreat exhausten und da kann ich sie garnisonieren, um eine Schriftrolle aus meinem Ablagestapel nachzuziehen, zurückzuholen. Und die kann ich nämlich dann mit dem nächsten Sonnenwenden kann ich beide loswerden, beide Unrest-Karten. Das ist gut. Damit werde ich jetzt meinen Zug beenden und dann werde ich eine Karte wieder auf die. Ich hoffe, dass ich nachher in der Region kaufen kann. Dann lasse ich die Portale nachher liegen, jawohl. Das heißt, ich kann nachher diese Region kaufen, aber dann muss ich jetzt mal schauen. Uncivilized, das ist eine Region. Muss ich die hier hinlegen. Okay. 1, 2, 3, 4 Karten habe ich noch. Die fünfte ist Charity. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Progress, die ich nachher in der nächsten Sonnenwende benutzen kann, um auf die Visionen von Shangri-La zu kommen, wegzukommen und dann auf die Pfade nach Shangri-La zu gehen. So, Progress-Marker ist gesetzt. Meine ganzen Action und sonstigen Marker kommen zurück. Action und Exhaust. Und es geht weiter mit dem Bot. Eine 4. Und wir nehmen uns die Referenzkarte. Uther Pendragon. Das ist noch nicht mal ein Ritter, sondern eine sogenannte Other Card. Tja, acquire eine beliebige Karte. Put this card in the history. Gut. Dann nehmen wir die wertvollste. Die hier hat 6 für den Bot, die hat 4, die hat 2, die hat 1, die hat 0. Das heißt, er nimmt diese Karte und es ist ein Acquire. Das heißt, er nimmt auch die Unrest-Karte mit. Und der geht in die Geschichte. Und hier kommt eine neue Karte nach. Das ist eine Region. Und damit geht es weiter. Eine Unrest-Karte geht zurück. Excalibur, das ist eine der Quests. Wenn möglich, lege einen Ritter vom Ablagestapel into history. Haben wir nicht. Haben wir nicht. To gain the top fame card. Nein, also kann er das nicht gewinnen. Andernfalls, put this card into history, gain one progress. Dann machen wir das. And place the top card from the Dynasty Deck in the discard. Das ist die hier. So, Bedevire. Okay, damit haben wir das gemacht. Und dann kommt die nächste Aktion. Eine Region. Das war Exile Card. Eine neue Uncivilized Karte. Und die Seen werden ausgespielt. Er hat jetzt 2 Regionen auslegen. Damit ist der Bot soweit durch. Ein Progress Marker kommt da drauf. Die Karte kommt rüber. Und die neuen Karten hierhin. Es ist wieder Sonnenwende. Und dann haben wir hier Pay all your minimum 5. Ich muss also jetzt alle, auch 7, Progress bezahlen, um die Visionen von Shangri-La zu überwinden, zu überstehen und auf den Pfad nach Shangri-La zu kommen. Und hier ändert sich jetzt auch die Exhaust-Fähigkeit. Jetzt kann ich nämlich eine Region abandonen und eine Bevölkerung und einen Progress gewinnen. Das ist spannend.
Und auch hier wieder in der Sonnenwende 5 Marker bezahlen mindestens, um wieder zu flippen auf die nächste Region. Okay, auf die nächste Visionsebene, nämlich zu den Toren von Shangri-La zu gelangen. So, das war diese Sonnenwendenfähigkeit. Dann haben wir hier eine. Discard oder abandon this card and draw. Ne, ich will nicht drawen. Dann will ich lieber discarden. Dann discarde ich eine Schriftrolle. Nein, ich discarde doch die Schriftrolle. Hier ist keine Sonnenwendenfähigkeit. Hier ist eine. Abandon this card, returning any garrisoned unrest. Genau, das machen wir. 2 Unrest werden wir los auf einen Schlag. Dann, wir sind immer noch in der Sonnenwende. Garrison is call hier, das ist Solstice, draw a card or abandon this card and return an unrest. Ich will keine unrest returnen, aber ich ziehe eine Karte. So, dann haben wir die Portale. Hier können wir gleich eine Region kaufen, die lassen wir schön liegen, also mache ich das nicht, sondern ich sage, ich recalle eine Region, das ist diese hier. Und damit haben wir unsere Sonnenwendenfähigkeiten durch und sind jetzt wieder dran. Und das erste, was wir machen, ist, wir exhausten diese Portale noch einmal, garnisonieren eine Schriftrolle und acquiren eine Region. Und das sind die Highlands. Die kriegen uns erstmal einen Siegpunkt. Es kommt eine neue Region hin. Und dann spielen wir die Highlands auch direkt aus. Als erste Aktion. Exile a card from the market. Dann nehmen wir, was nehmen wir denn? Nehmen wir diese Angriffskarte weg. You may garrison a card. Nee, möchte ich nicht. Und in der Sonnenwende gewinne ich 2 Bevölkerung und muss aber eine Karte ablegen. Okay, schauen wir mal. So, dann haben wir das gemacht. Dann haben wir jetzt noch 2 Aktionen frei. Kann ich schon über das Kloster eine Karte in das Exil schicken? Ist noch ein bisschen früh. Ich glaube, das würde ich machen, wenn ich an die Tore von Shangri-La gekommen bin. Ist noch ein bisschen früh. Das lassen wir noch. Obwohl, ich kann ja die Onaga gar nicht spielen. Die wäre doch richtig gut. Dann werde ich die mal ins Exil schicken. Exhaust. From your hand. Ins Exil, genau, und gain 2 population. Ich lege diese Karte, weil ich sie von über dieses Kloster ins Exil geschickt habe, mal in ein separates Exil, weil die muss ich nachher werten. Da es nicht meine eigene Karte ist, kann ich sie nicht raus identifizieren. Und ich gewinne 2 Bevölkerung. So. Und dann, wenn das nämlich eine Angriffskarte war, das war's, das sind die Onaga. Dann gewinne ich noch einen Progress. Gut. Dann haben wir das gemacht. Dann ist das nächste. Dass ich mir überlege, ob ich noch eine Civilized oder Uncivilized Karte kaufe. Die Leadership hilft mir nicht. Die Elders, choose, acquire, civilized, uncivilized or breakthrough for uncivilized and all others gain a progress. Na, die uncivilized Karte kann ich auch erst spielen, wenn ich Empire bin. Die klingt aber spannend. Ich werde den Baum der Erkenntnis exhausten. Noch eine Schriftrolle hier garnisonieren. Und acquire uncivilized Karte, dann muss ich die acquiren mit der Unrest. Kommt natürlich eine neue uncivilized Karte hin. So. Dann habe ich das. Ich
Ich habe immer noch nur eine Aktion gespielt. Dann spiele ich nochmal die Ebene. Dann gewinne ich wieder einen Progress. Dann muss ich eine Karte ins Exil schicken. Das machen wir mit der Leadership-Karte. Da haben wir eine Tributkarte, okay. Und dann waren das zwei Aktionen und die dritte Aktion könnte sein. Ich muss mal diese Lost Tomes spielen, denn nur damit kann ich an Fame-Karten gekommen, kann ich überhaupt an Fame-Karten kommen, die natürlich hohe Punktewerte haben. Da muss ich zwei Schriftrollen garnisonieren. Dann werde ich mal die Lost Tomes spielen. Ganz hier links in der Ecke, blendet ein bisschen. Das ist meine dritte Aktion. Ich kann sie aber noch nicht exhausten, weil ich derzeit keine Unrest-Karte habe. Und dann muss ich gucken, ich bräuchte jetzt wieder den Mountain Retreat, um die Unrest-Karten zurückzulegen, aber das kann ich jetzt noch nicht tun. Also werde ich jetzt meinen Zug beenden. Dann legen wir erst einen Marker. Tja, das ist eine Region, die ist wertvoller als diese Region. Das ist eine Uncivilized, das ist eine Civilized, das ist eine Tributkarte. Das heißt, ich lege sie am besten mal die soll eigentlich weg. Die muss, na, dann geht sie da hin. Lege ich es mal hin. Mal gucken, ob das was bringt. Und dann ziehe ich auf 5 Karten auf. 1, 2, 3, 4. Jetzt ist das Deck wieder leer. Das heißt, ich bekomme einen Unrest. Und damit habe ich 5 Karten. 1, 2, 3, 4, 5. Und damit bin ich fertig mit meinem Zug. Und ihr seht, hier ist das Einsammeln der Token. Habe ich wieder mal ein paar Mal vergessen vielleicht. So, jetzt sind alle wieder da. Und ich muss meine Ablage wieder mal ein bisschen bereinigen mit der nächsten Sonnenwende. Und ein bisschen was gewinnen. Gucken wir mal. Machen wir erst den Bot. 4. Eine Region, eine Karte ins Exil. Da gehen die ins Exil und es kommen die Phönizier. Und die wird ausgespielt. Er hat jetzt 3 Regionen. Unrest-Karte kommt zurück. Das ist eine Empire-Karte, aber die ist eine Pint-Karte. Okay, das heißt, hier geht Discard the top card of the bot deck. Haben wir. Return an Unrest if able. Nein, haben wir nicht. Otherwise gain progress. Okay. Das ist nicht gut. Der gewinnt hier einen Punkt nach dem anderen. Die vierte bleibt liegen und dann kommt jetzt ein Ritter, wieder Merlin, eine Abandon this region to acquire a region und da wird er die wertvollere nehmen, das ist die hier und acquire heißt, warum liegt hier eigentlich ein Unrest, hier darf ja keine liegen, das ist ein Quatsch, das ist eine Region. Und auch da gewinnt er wieder 2 Punkte mit, das ist unglaublich. 1, 2, 3, 4, 5 und die 5 gehen weg und dafür hat er hier 10 liegen. Okay. Und dann geht der Ritter wieder dorthin und die 4 bleibt liegen. Und hier kommt eine Karte nach und dafür kommt aber wieder ein Unrest. Dann kommt hier ein Marker hin, die Karte rutscht nach, 2, 3, 4, 5, sein Deck ist wieder leer, er wird sich demnächst wieder weiterentwickeln.
Wir sind mit dem Bot durch, es ist Sonnenwende. Wir schauen, was wir einpacken können. Ich kann wieder 5 bezahlen, die habe ich noch nicht. Hier geht es nur, wenn 2 Schriftrollen garnisoniert sind. Ist nicht der Fall. Solstice, choose this card, a card or abandon this card and draw a card. Okay, dann machen wir abandon this card, dann geht das mit allem rüber. And draw, das heißt, ich muss jetzt nachziehen. Halt, stopp, merken wir uns bitte. Erst mache ich die hier, den Sonnenwind-Effekt. Nämlich den vom Kloster. Abandon this card and return an unrest. Das mache ich hiermit. Und dann geht die nämlich zurück. Dann ist das auch mit im Discard-Stapel. Und Solstice, choose recall a region, will ich nicht. Oder abandon this card and gain 1 population. Dann gewinne ich 1 population. Und dann kommen die nämlich auch dahin. Und dann kommt das andere, abandon this card and draw a card. Noch besser. Ich habe hier noch einen Sonnenwendeneffekt. Gain 2 population and discard a card. Dann mache ich auch noch. Das sind jetzt 5. And discard a card. Und dann lege ich zum Beispiel mal die Astronomie ab. Die brauche ich ja nicht. So. Und der andere Sonnenwendeneffekt sagte mir, dass ich jetzt noch eine Karte nachziehen darf. Eine Schriftrolle. Okay, damit ist die Sonnenwende durch und ich habe wieder einiges weniger. Dann spiele ich die Charity. Das ist ein Gain 1 Progress, kostet mich eine Aktion. Each other player may gain Material, dann gewinnt er 2 Material. Das war eine. Dann spiele ich die Meditation. Das ist eine Free Play Karte. Eine Karte vom Discard Pile auf den obersten Punkt des Decks, des Nachziehstapels. Alle anderen Spieler können eine Karte ziehen. Das wäre hier eine Karte in den Ablagestapel legen. Das macht er dann nicht. Dann kommt die auch weg. So, dann habe ich immer noch keine Aktion. Eine Aktion habe ich ausgegeben. Ich könnte jetzt einen Stapel in meine History legen, aber welche Karte soll ich in die History legen? Das bringt mir nichts. Nein, das werde ich nicht tun. Ich werde tatsächlich nur die eine Aktion gespielt haben. Dann kommt ein Siegpunktmarker. Hier zu den Elders. Und ich ziehe auf 5 Karten auf. 1, 2, 3, 4, 5 hoch. Habe ich mein Handy nicht stumm geschaltet. So. Okay. Dann sind wir soweit durch. Ist der Bot wieder dran? Eine 4. Dann bleibt er hier direkt liegen.
Nehmen wir wieder die Referenzkarte. Sir Percival, ein Ritter. Wenn möglich, abandon a region, kriegen wir hin. To acquire a region, dann nimmt er die. Und es wird nachgezogen. Oh, da kommt auch wieder eine Region hin. Dann kommt die in die Ablage. Hier kommt eine Region. Das ist aber auch eine Barbarenkarte. Für die gibt es aber keinen Eintrag hier. Es ist also eine Region. Exile a card from the market. Dann geht die linkestmögliche. Und play this region. Das geht die hier. Dann geht Britannia Secunda. Das ist wieder eine Region. Exile a card. Das ist die hier. Und play this region. Und die nächste Aktion ist wieder ein Ritter, Sir Kai. Abandon a region to acquire a region. Also die Arthurianer sind sehr hinter Regionen her, so wie es aussieht. Jetzt kommt hier mal keine Region hin. Das war der Ritter, jawohl, dann kommt der da hin, dann war es das schon. Hier kommt noch ein Punkt hin. Die Karte rutscht drüber. Die Region wurde acquired, dann wird sie also direkt auch aufgedeckt. Dann sind sie jetzt wieder durch. Das heißt, sie entwickeln sich wieder weiter. Ein bisschen. So. Damit war der Bot durch und wir haben Sonnenwende. So, ich habe noch keine 5, sondern nur 4 Progress, die ich bezahlen kann. Hier sind keine 2 Schriftrollen. Hier habe ich einen Sonnenwendeneffekt. Gain 2 Population and discard a card. Also hier gewinne ich 2 Bevölkerung. Und ich discarde die Astronomie, die kann ich ja sowieso noch nicht spielen. Ich bin ja noch im Barbarenstatus. Und dann war es das. Mit der Sonnenwende. Okay, ich bin dran. Und ich habe 2 Schriftrollen. Hier kann ich eine Karte in die History packen. Will ich das? Keine Ahnung. Ich glaube eher nicht. Hier habe ich erstmal Charity. Da gewinne ich einen Progress. Damit habe ich wieder 5. Kann ich also mit der nächsten Sonnenwende wieder wechseln, einen Schritt weiterkommen zu den Toren von Shangri-La. Each other player may gain 2 material. Dann gewinnt er 2 Material. Das heißt, er hat jetzt 4. Das heißt, er bekommt insgesamt dann 6. Habe ich gespielt. Und dann möchte ich hier eine Schriftrolle einlagern. Dann muss ich eine Karte in die History packen. Meine Güte. Dann mache ich das trotzdem mal. Ich werde diese exhausten und packe die Astronomie, mit der kann ich ja nicht viel anfangen, in die History. Da liegen die 2 Punkte gut. Damit habe ich eine Schriftrolle hier bei den Lost Tomes. Und wisst ihr was, dann werde ich hier die Unrest-Karte spielen. Das ist die nächste Aktion. 3 Material bezahlen und damit diese Anrüstkarte zurücklegen können. Okay, und dann werde ich jetzt 4 Karten nachziehen. 1, 2, 3, 4. Schauen wir uns später an. Die ganzen Marker kommen zurück. Und natürlich muss ich einen Progress-Marker auch hier wieder oben hinlegen. Ob ich die Etrusker nachher kaufen kann, das weiß ich nicht. Aber ich muss verhindern, dass sie ins Exil gelangen, weil hier liegen 2 Punkte jedes Mal, wenn man sie ausspielt.
Ich will aber mein Deck nicht so oft drehen. Das heißt, sie bringen mir nicht viel. Sie bringen vielleicht eher dem Bot was. Das ist das Problem. Deswegen werde ich die nicht oft spielen können. Das Metropolis ist ganz witzig. Wenn ich Empire wäre, würde ich mit jeder Sonnenwende auch Bevölkerung oder Material gewinnen. Und Bevölkerung ist für die Utopia wichtig. Utopia. Und markiere ich die mal, um das Exil zu vermeiden. Okay. Hier liegen wieder 5 Punkte drauf. Unglaublich. Das werden wir mal markieren durch 5 Punkte. So. Jawohl. Okay. Ich hätte mir doch besser eine Tischdecke draufgeräumt mit den glatten Sleeves. Rutschen die Karten sehr gerne. Hier habe ich 5 Karten nachgezogen. Alles klar, der Bot ist wieder dran. Eine 3. Und wir nehmen das Referenzsheet wieder. Eine Pint-Karte. Die oberste Karte discarden. Return Unrest vom Discard if able, nein, ist nicht, andernfalls ein Punkt. Super. Nicht gut. Dann eine Region, eine Pint-Region, eine Karte ins Exil, dann gehen die Etrusker auch ins Exil. Und dazu kommt eine Region, okay. Und die Region wird ausgespielt. Dann kommt ein Ritter, Sir Bedevere, Bedevere. Ein Ritter, wenn möglich, abandon a region, hat er. To acquire a region, geht tatsächlich auch. Hat funktioniert. Und dann haben wir die letzte Aktion, noch ein Ritter, wenn möglich, abandon a region, das geht. Dann müssen wir mal gucken. Ah! Vorsicht! Das heißt jetzt hier, wenn möglich, abandon a region to acquire a region. Jetzt liegt aber keine aus. Das heißt, das ist nicht möglich. Otherwise, breakthrough for uncivilized. Und dann gucken wir mal, hier liegt eine 1, hier liegt eine 5, hier liegen 6, das heißt, er nimmt die 6. Und das ist ein Breakthrough. Das heißt, die kommen hier hin. Das heißt, die Unrest-Karte bleibt dort. Die kommen hier hin. Und damit kommt hier eine neue Karte nach. Und das ist eine Region. Und dann kommt die Unrest-Karte wieder zurück in den großen Stapel. Sehr gut. Das heißt, der Ritter ist fertig. Der Bot ist fertig. Hier kommt eine Progressbogen hin, die Karte kommt rüber und hier wird nachgelegt. Sonnenwende. Ah, das wird Percival kam noch rüber. Okay. Sonnenwende. Hier kann ich wählen, tatsächlich jetzt, pay all your progress, meine 5 und flippen. Das mache ich. Ich bezahle die 5. To replace this card with Gates of Shangri-La. Okay, jetzt wird diese Karte replaced, ersetzt, die kommt weg. Die bringt auch nachher keine Punkte mehr. Und jetzt haben wir die Tore von Shangri-La. When put into play, die kommen jetzt ins Play, flip your state card to its empire side. Das heißt, wir werden jetzt tatsächlich noch Empire und können jetzt auch Karten mit Empire-Symbol ausspielen. Wir hatten eine andere Exhaust-Fähigkeit, nämlich put a card into your history to gain one progress. Okay, weiß ich nicht, ob wir das machen wollen. Und Solstice ist natürlich wieder mindestens 5 Progress bezahlen, nicht alle, mindestens 5, um dann die Karte wieder umzudrehen. Oder eine Karte zu ziehen. Okay, das geht auch. Aber die haben wir jetzt abgehandelt.
Dann haben wir hier eine Solstice-Fähigkeit, nur wenn zwei Schriftrollen drin sind. Hier sind noch keine zwei. Hier ist noch eine, gain two and discard a card. Dann gewinne ich zwei Population. Dann sind das nämlich hier fünf und da sind, das macht dann insgesamt 10. Zwischendurch mal einen Schluck trinken. Und discard a card. Das heißt, hier muss ich eine Karte ablegen. Da würde ich nachher noch eine Schriftrolle drunter bringen, die brauche ich. Dann brauche ich die Portale, um eine Region zu kaufen. Ja. Das Kloster lege ich ab. Ja, okay. Dann haben wir die auch gemacht. Fertig. Dann sind wir mit der Sonnenwende soweit durch. Wir sind jetzt Empire. Haben gar nicht so viele Karten, brauchen aber trotzdem immer mal wieder was. Das erste, was wir machen, ist, wir spielen die Portale. Dann exhausten wir die gleich, garnisonieren eine Schriftrolle, um eine Region zu erwerben. Dann kommt eine Uncivilized-Karte danach. Dann es liegt kein Tributvolk, was wir erwerben können. Dann brauchen wir die auch nicht ausspielen. Dann exhausten wir noch die Lost Tomes, um in der nächsten Sonnenwende eine Fame-Karte ziehen zu können. Tja, wie komme ich jetzt an Progress über die Region? Die kriege ich aber erst wieder zurück, wenn ich in der nächsten Sonnenwende. Ja. Und wir können diese Region spielen. Und zwar ist das: You may return a card of your choice from your discard pile to the top of your draw deck. Dann nehmen wir wieder die Charity. Exile a card from the market. Geben wir die zurück. Oh, eine Tributkarte. Die ist gut. Und wir haben noch eine Aktion. Aber keine Schriftrolle. Mist. Verdammt. Okay. Wir spielen trotzdem Dao Chang aus. Haben damit keine Karte, könnten jetzt also auch keine Tributkarte nachkaufen müssen. Hoffen wir, dass wir den Wikinger gleich kaufen können. Dazu müssen wir sie markieren, damit sie nicht ins Exil geraten, und hoffen, dass er keine Tributkarte holt. Und damit sind wir mit unserem Zug fertig. Kommen die ganzen Marker zurück. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und jetzt müssen wir noch eine Unrest nehmen, weil wir das Deck leer gemacht haben. Okay. Aber wir kriegen mit der nächsten Sonnenwende wahrscheinlich auch wieder Karten in den Nachziehstapel zurück. Und hoffen, dass wir jetzt keine ziehen müssen. Okay, gut. Dann ist jetzt der Bot wieder dran. 6, das heißt, es kommt kein Progress-Token irgendwo hin. Und er macht 5 Aktionen. Die Region heißt, es geht eine Karte ins Exil. Dann kommt nach. Und die wird ausgespielt. Hört jetzt
drei Regionen. Dann kommt als nächstes eine Uncivilized Karte, die Elders. Da haben wir nichts, was passt. Da, Uncivilized. Breakthrough for Uncivilized. Breakthrough for Uncivilized. Das ist hier ein Punkt, hier ein Punkt. Beide gleich viel wert, das heißt, er nimmt sich die linkere. Die linke. Und damit hat er sich die erworben. Put this card into history und ich gewinne einen Progress, okay? Gut. Region, wieder eine Karte ins Exil. Und die wird ausgespielt. Ein Ritter, Sir Kai. Abandon a region to acquire a region. Nein, das geht ja nicht. Breakthrough for Uncivilized. Dann nimmt er sich die hier. Und die wird hier hingelegt. Und dann kommt die fünfte Aktion. Das ist eine Pinned-Karte. Sie ist auch Empire, sie ist auch Uncivilized, aber das Pint ist das oberste, was gespielt wird. Die oberste Karte discarden. Unrest if able, nein, haben wir nicht. Gain one. Der hat wieder einen Punkt. Er sammelt sich hier ganz fleißig seine Punkte über diese Pint-Karten. So. Progress Marker wird nicht irgendwo verteilt, aber es werden 4, 5 neue Karten ausgeteilt. Und der Bot ist fertig. Wir haben Sonnenwende. So. Ich kann noch nicht 5 bezahlen. Choose, pay or to flip or draw a card. Müssen wir gleich mal machen. Stellen wir noch zurück. Hier haben wir eine. Take unrest or abandon this card and gain one material. Dann müssen wir also doch abandon und dann gain one material. Okay. Recall a region. Das machen wir mit der hier. Die kommt auf die Hand. Gain two population and discard a card. Das machen wir hier. Zwei Bevölkerung und discarden werden wir vielleicht. Werden wir vielleicht sagen wir mal den Tree of Knowledge. Dann haben wir hier Solstice. If there are two scrolls garrisoned, haben wir. You may abandon this card to draw the top of the fame deck. Das machen wir. Die kommt zurück und wir ziehen die oberste. Und das ist magnificent. Freies Spiel. Ziehe eine Karte. You may return an unrest. Okay, die ist doch gut. So. Und jetzt müssen wir das hier noch abhandeln. Ich muss auswählen. Pay all. Minimum 5 kann ich nicht. Also kann ich nur draw a card machen. Und draw a card heißt, muss mein Deck ohne eine Karte hinzuzufügen wieder mischen und eine nachziehen. Das ist eine Schriftrolle. Okay, dann bin ich wieder dran. Dann spiele ich gleich Magnificent, ziehe eine Karte. You may return an unrest. Jawohl, das machen wir doch. Das ist ein Free Play, keine Aktion. Dann kann ich mir jetzt auch Dao Chang spielen. Und dann kann ich auch diese Karte direkt exhausten, eine Schriftrolle einlagern, garnisonieren, to acquire a tributary card. Das ist die hier.
So, dann habe ich die Wikinger, die kann ich jetzt auch als Empire, der ich bin, spielen. Das wird eine Aktion werden. Dann gewinne ich 2 Material und stehle 2 Material von jedem anderen Spieler. Das heißt, von ihm hier 5, 1, 2, 3, 4, 5 gewinne ich 2 Material. Jeder, der das nicht kann, zahlen kann, bekommt einen Unrest. Er hat aber gezahlt, das passt. Dann habe ich die gespielt, die Wikinger. Hier kommt übrigens eine neue Karte hin. Mit Unrest. Okay. Und dann spiele ich die Region Plain, die Ebene, als dritte Aktion. Da gewinne ich ein Progress. Exile a card from the market. Dann legen wir die hin. Noch eine Tributkarte. Das sind die Griechen, okay. Mit Sonnenwendeneffekt. Die sind auch sehr interessant. Und das reicht, glaube ich. Kann ich hier noch was exhausten? Hier nicht. Da habe ich schon. Nein, das passt. Hier könnte ich eine Karte in die History packen, um einen Punkt zu gewinnen. Aber das bringt mir jetzt gerade auch nichts. Nein. Okay, das war's. Und beim nächsten Mal, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Karten auch auf der Hand. Die bleiben auch. Und damit kann ich nämlich die nächste Runde beginnen. Und das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder einen Punkt verteilen. Ich hätte gerne die Griechen oder die City, aber die Griechen sind hinterher mehr Punkte wert. So, und damit ist der Bot jetzt dran. Die Marker hier noch alle zurück von mir. Jawohl. Der Bot ist dran. Eine 2. Die Jademaske. Das ist eine Uncivilized Karte. Breakthrough for Uncivilized. Put this card into history. Uncivilized ist die hier. Und you gain one population, one progress. So, dann habe ich auch schon mal 4, immerhin. Dann einen Ritter, Merlin. Abandon a region to acquire a region. Geht nicht. Otherwise, breakthrough for civilized. Okay. Das kann er machen, weil ein breakthrough for civilized heißt hier durchgehen. Und die erste civilized, die er findet. Das war so direkt die erste. Passt. Dann ist eine Region, eine Karte ins Exil und diese Region spielen. Auch hier, das Hauptdeck wird leer, das Spielende nähert sich. So langsam kommen wir dem Ganzen näher. Und dann haben wir die letzte Aktion, die vierte. Noch ein Ritter. Abandon a region to acquire a region. Nein, geht nicht. Otherwise breakthrough for uncivilized. Dann machen wir das nochmal. Durchgehen bis zur obersten uncivilized Karte. Da ist eine. Und wir haben nur noch 2 Karten hier. Dann kommt hier ein Marker drauf. Und es kommen die ganzen Uncivilized-Karten, die er gerade gezogen hat, alle wieder gleich ins Spiel. So, Sonnenwende. Jetzt wird es spannend. Ich glaube, ich werde das mit hohem Abstand verlieren, weil er hat hier wieder Punkte gesammelt ohne Ende. Dadurch, dass er diese Pint-Karten dauernd gespielt hat. Sonnenwende. Choose, pay all, minimum 5. Das geht gerade nicht. Oder Draw a Card, dann muss ich das tun.
So, hier ist keiner da. Gain 2 and discard a card. 2 Population. Und eine Karte discarden. Wenn ich diese Lost Tomes discarden. Recall a region. Or abandon this card and gain 1 Population. Puh. Ich werde diese Karte abandon und 1 Population. So, das sind aber schon 4, die hier liegen. Dann kommt das stattdessen noch ein 5er hinzu. So. Und dann haben wir hier noch. Choose, take 1 unrest or abandon this card and gain 1 material. Dann machen wir das natürlich. 1, 2, 3, 4. Gehen wir 4 zurück und kriegen einen 5er wieder her. So. Okay, dann sind wir dran. Wir spielen als erstes die Charity. Gain 1 Population. Haben damit wieder 5. Das hilft bis zur nächsten Sonnenwende. Each other player may gain 2 material. Jawohl. Dann spielen wir den Mountain Retreat wieder. Dann garnisonieren wir eine Unrest-Karte. Exhausten die damit, um eine Schriftrolle zu ziehen. Na. Jetzt haben wir nur noch 3 Schriftrollen auf der Hand. Und wir können die nirgendwo garnisonieren. Sind also jetzt fertig mit dem Ausspielen. Und ich behalte die 3 Schriftrollen auch. Ich habe ja hier meine 5 Punkte. Mit der nächsten Sonnenwende kriege ich also was. Das heißt, wir sind fertig mit 10. Ich muss ja keine 3 Züge spielen. Mit meinen 2 hier hat es gereicht. Wir verteilen einen. Ah, die Kelten sind auch gut. Breakthrough for Uncivilized. Ah, die sind beide gut. Okay, jetzt geht keine Karte mehr ins Exil. So, und ich ziehe 2 Karten nach. Das ist die Meditation und das Kloster. Mhm. Schauen wir mal, was wir damit noch machen können. Es wird nicht mehr so lange dauern, das Spiel. Der Bot ist aber erstmal dran. Region. Das heißt, Exile geht nicht. Play this region. Eine Pinned Uncivilized. Pinned. Discard the top card. Jawohl. Das geht. Return an Unrest from Discard if able. Nee, das geht nicht. Otherwise gain 1 Progress. Er gewinnt immer weiter. Und das dürfte jetzt nochmal kommen. Jawohl, nochmal eine Pint-Karte. Die oberste discarden. Das ist jetzt auch keine Unrest, also kriegt er noch einen Punkt. Das sind hier 4. Und die 5 dazu sind weitere 10. Und gerade nochmal das Ganze. Die legt ab. Und einen Punkt, weil er keine Unrest im Discard hat. Das war ein schönes großes Deck, es wickelt ihn nicht wirklich schnell weiter, aber das war's. So, dann kommt ein Progress auf diese Karte, die rutscht rüber, das und jetzt wickelt er noch trotzdem noch mal weiter. Aber das Spiel kann nicht mehr lange dauern, es sind oben nur noch 2 Karten im Hauptdeckstapel. Ich hoffe, dass ich mir jetzt noch eine Karte, eine von den Tributkarten erwerben kann.
Mal schauen. Das geht mit den Karten, die ich jetzt im Moment in der Hand habe, nicht. Aber wir haben hier erstmal Sonnenwende. So. Sonnenwende. Choose, pay all, minimum 5. Das machen wir. Auf geht's. Keine Lust, das Spiel in die Länge zu ziehen. Wir triggern das Spielende. Passiv. When you will, would gain 2 material. Instead, each other player instead gains 1 progress and you gain 2 population. Exhaust, gain 1 material. Solstice, if you have at least 24 population, game end is triggered. Okay, das heißt, ich habe jetzt 15, ich brauche noch 9 Bevölkerung, um das Spielende zu triggern. Hier in Shangri-La braucht es Leute. Gut. Solstice, gain 2 population and discard a card. Jetzt brauche ich nur noch 7 Bevölkerung. Und discard a card. Dann werde ich eine Schriftrolle zurücklegen. Solstice, draw a card or abandon this card, returning any garrison. Ich werde eine Karte ziehen, weil ich brauche irgendwas, was ich legen kann. Gut, schauen wir mal, ob das hilft. Eigentlich nicht. Schauen wir mal. So, damit ist die Sonnenwende durch. Ich bin dran. Meditation, free play, return a card from your discard pile to the top of your deck. All other players may draw a card. Dann wird er eine ablegen. Und ich kann eine nach oben holen, eine Karte. Und zwar werde ich das mit Dao Chang tun. Ach, ich muss mal gucken. Ob das hilft. Dann werde ich. Was haben wir denn hier liegen noch? Puh. Könnte ich denn noch eine Uncivilized oder Civilized Karte kaufen und gebrauchen? Vielleicht. Ich werde eine Aktion spielen, den Baum der Erkenntnis. Dann werde ich hier eine Schriftrolle ablegen. Or acquire Civilized or Uncivilized. Und dann werde ich den Kataphrakt kaufen. Der bringt mir 2 Punkte, aber auch einen Unrest. Dann werde ich natürlich hier eine Karte nachziehen. Das ist eine Tributkarte, die Perser. Jetzt kann ich den Mountain Retreat exhausten, um noch eine Garrison and Unrest hier to draw a scroll from your discard. Dann ziehe ich noch eine Schriftrolle. Hier den Baum der Erkenntnis hatte ich exhausted bereits. So. Jetzt ist die Frage, ob ich den Kataphrakt spiele, um mir eine Tributkarte auf die Hand zu holen und wenn ja, welche? Wir spielen die mal, den Kataphrakt. Und zwar, each other player abandons a region. Damit fangen wir mal an, dass er hier eine Region ablegt. You may acquire region or tributary. So, jetzt sage ich mal,
ich möchte eine Tributkarte acquiren, dann würde ich ja eine mit Unrest legen. Hier liegen ja vier. Ich könnte aber auch sagen, eine Region kann ich nicht kaufen. Also kann ich nur eine Tributkarte kaufen. Jetzt müssen wir mal gucken, was am meisten bringt. Hier kann ich noch eine Bevölkerung gewinnen. Hier kann ich allen anderen Unruhe verpassen. Die ist eigentlich ganz spannend. Wie oft laufe ich Gefahr, dass das noch funktioniert? Beides nicht mehr sehr oft. Hier bekommt der Bot aber 5 Punkte, da bekommt er 3. Ich nehme mal die hier. Die muss ich mit Unrest nehmen. Aber auch mit Punkt. Und dann steht hier noch auf der Karte, die ich gerade gespielt habe. So, Spielende, das heißt, also Spielende wird getriggert. Das heißt, wir spielen die Runde fertig, spielen noch eine komplette Runde und scoren dann. So, Kataphrakt heißt aber auch, you may garrison this card in a region to trigger that card's play effect. So, ich kann jetzt eine von meinen ausgelegten Karten nochmal aktivieren. Und zwar nehme ich diese hier, um das Gain One Progress zu aktivieren. Exile a card from the market. Warum liegt hier eigentlich die Tributkarte? Da habe ich wahrscheinlich hier falsch gelegt. Dann nehmen wir die ins Exil und holen hier natürlich diese Karte zurück. Sonst läge nämlich jetzt hier noch eine Karte. Habe ich auch wieder nicht aufgepasst. Zweiter Fehler. Am Anfang die vergessenen Unrest-Karten und jetzt das hier. Schreibt mir durchaus in die Kommentare, wenn ihr noch mehr Fehler seht. So, ich habe noch eine Aktion. Und zwar würde ich jetzt tatsächlich ich werde selbst aktiv das Spielende nicht mehr triggern können. Mit 24 Bevölkerung. 7 Bevölkerung kriege ich in den anderthalb Runden nicht mehr zusammen. Jedenfalls erwarte ich das nicht. Das heißt, ich brauche jetzt Punkte. Und Punkte heißt, ich brauche keine Unrest. Die gehen in der Sonnenphase, in der Sonnenwendephase weg, aber die nicht. Boah, schwierige Sache, das. Die kriege ich aber nachher noch weg. Die kriege ich jetzt rausgelegt, die Griechen. Das ist meine dritte Aktion. Und die geben mir in der Sonnenwende nochmal Bevölkerung. Nicht ausspielen. Okay, dann war es das für mich. Und ihr merkt auch, ich will die ganze Zeit über kaum Karten zurücklegen im Discard. Ich will mit dem, was ich habe, weitermachen, um das Deck möglichst langsam durchzubekommen. Okay, so, ich muss noch einen Punkt hier oben vergeben. Die ist 5 wert, die ist 4 wert, die ist 4 wert, die ist 5 wert, die ist 3 wert, dann machen wir daraus auch 4. Nein, das ist eine Civilized. Ja. So. Und ich muss auf 5 Karten aufziehen. 1, 2, 3, 4. Und nur noch einer nachziehen. 5, Dao Chang. So, und dann ist der Bot nochmal dran. In seiner seinem vorletzten Zug. Ups. Wir haben einen Angriff, aber es ist einen Angriff. If able, put a knight, einen Ritter, jawohl, hat er, into history. To gain the top impending quest. Dann wird die gegained. Die geht nach hier.
Otherwise haben wir nicht. Take one unrest, die muss er nehmen. Und you take one unrest, die muss ich aber nicht nehmen, weil ich habe eine passive Fähigkeit hier. Exhaust this card, genau. And pay one population to avoid its effect. Genau. So, nächste. Region, exile a card. Und play this region. Ein Ritter. Abandon a region, jawohl. To acquire, nee, das kann er nicht. Breakthrough for civilized, das würde er jetzt tun. Da aber keine uncivilized Karte mehr da ist, kriegt er automatisch 2 Punkte. So sind die Regeln im Spiel, wenn man einen Breakthrough macht und die Karte nicht findet, auch nicht im Main Deck, gibt es 2 Punkte. Und dann haben wir eine Pinned Card. Discard the top card. Return an Unrest, das kann er jetzt. Und damit ist die Karte auch erledigt. Jetzt hat zum ersten Mal dieser Pin-Card-Effekt zugeschlagen und er konnte einen Unrest loswerden. Und damit ist er soweit fertig mit seinem Zug. Hier kommt noch ein Progress drauf. Der geht rüber. 1, 2, 3, 4 neue. Und damit sind wir... Jawohl, Sonnenwende. Sonnenwende greift. Ich habe keine 24, also ist noch kein Spielende. Gain 2 Population and discard a card. So. Solstice, draw a card or abandon this card, returning any garrison. Jawohl, dann machen wir die hier. Die kommen alle weg. Zum Schluss noch alle losgeworden, bis auf die eine, die kommt gleich. Solstice, choose discard a card or abandon this card and draw a card. Dann müsste ich noch eine Unrest nehmen, will ich nicht. Dann muss ich eine Karte discarden. Habe ich noch eine Attack-Karte? Da habe ich noch eine Attack-Karte. Da kann ich noch einen Punkt mit gewinnen. Dann will ich die gleich noch spielen. Die will ich noch spielen. Dafür brauche ich die Rolle. Das heißt, ich kann nur noch die Karte weglegen. Und dann habe ich hier noch einen Sonnenwendeneffekt. Gain one population. Jawohl. 19. Das reicht aber nicht. Gut, damit muss ich anfangen. Letzter Zug. Das Kloster spiele ich aus. Dann exhauste ich die Karte auch gleich und lege eine Schriftrolle drunter, um eine Karte aus deiner Hand oder... Nein, die habe ich nicht auf der Hand. Scheibenkleister, das kann ich nicht tun. Wäre aus dem Discard, aber da habe ich ja. Aber das Kloster spiele ich trotzdem, denn ich kann noch in der letzten Sonnenwende, die gleich noch gespielt wird, this card abandon and return an unrest, die noch loswerden. Dann brauche ich die jetzt nicht spielen. Doch, die muss ich spielen, denn wenn ich jetzt gleich aufziehe, auf 5 Karten, muss ich noch eine Unrest loswerden, nachziehen, die ich dann loswerden kann mit der nächsten Sonnenwende. Das heißt, ich muss die jetzt loswerden. Das heißt, das mache ich jetzt. Ich zahle 3 Material, die kosten mich, die bringen mir nachher sowieso nichts mehr an Punkten. Kriege 2 zurück und kann die loswerden. Und das war eine Aktion. Und dann möchte ich weiterhin
Möchte ich noch was kaufen? Nein, möchte ich nicht. Dann bin ich fertig. So, jetzt muss ich erst einen Progress-Token hier hinlegen. Das kann für den Bot nochmal einen Unterschied machen. Dahin, so. Dann muss ich alle Token zurück und damit muss ich jetzt auf 5 Karten aufziehen. Das ist diese hier, jetzt wird das Deck leer, da muss ich eine Unrest-Karte nehmen, die kriege ich mit der über das Kloster gleich aber weg. Und damit muss ich jetzt mischen. Und 1, 2, 3, 4, 5 Karten ja, jetzt hätte ich die Angriffskarte gehabt, die ich gerne in die History hätte packen wollen, aber oder ins Exil. Das bringt nichts mehr. Das war mein letzter Zug. Die Sonnenwende kommt aber noch. Mal schauen, was wir da noch machen können. Okay, dann ist jetzt der Bot nochmal dran. Eine Pinned-Karte, Discard the Top-Card. Return and Unrest geht nicht, also kriegt er einen Punkt. Also das ist ein sehr starker Schritt hier für den Arthurian Bot. Damit hat er sehr viele Punkte gemacht. Ein Ritter, if able, abandon a region to acquire a region, nein, geht nicht. Otherwise breakthrough for uncivilized, damit gewinnt er wieder 2 Punkte. Das heißt hier, die aus den Vieren werden 6. Noch eine Pinned Card. Discard the top. Return and Unrest kann er nicht. Kriegt einen Punkt für. Und noch ein Ritter. Abandon a region to acquire kann er nicht. Otherwise breakthrough for uncivilized. Da gibt es keine mehr. Also gewinnt er wieder 2 Punkte. Er hat jetzt wieder 6 Punkte gemacht in dem einen Schritt nur. Das werde ich haushoch verlieren. Jetzt kommt hier noch ein Punkt hin. Die Karte kommt rum. Es macht zwar nichts mehr aus, aber ich mache es der Vollständigkeit halber nochmal komplett. Der Bot hat seinen letzten Zug getan. Wir sind noch im Sonnenwendeneffekt. Der Bot hat keine. So. Choose, gain one population or gain one population, one material or draw a card. Tja. Population, Material, bringt mir nichts. Ich ziehe mal eine Karte, mal gucken, ob es noch was bringt. Obwohl, nee, lasst uns mal das Population nehmen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo noch Punkte kriege für Population. 1, 2, 3, 4, 5 und die 5 sind nochmal 10. Habe ich jetzt immerhin 20 Population, nicht so weit weg vom Game-Ende-Trigger hier, aber das ist dann so. So, das war die hier. Choose, discard a card or abandon this card and draw a card. Das bringt jetzt auch nichts mehr. Draw a card or abandon this card and return an unrest. Genau das machen wir. Gain 2 Population and discard a card. Tja, spielt keine Rolle mehr. Spielt es keine Rolle mehr? Ja, spielt keine Rolle mehr. Und dann haben wir dann sind wir fertig. Damit ist Scoring angesagt. So, und jetzt habe ich ja gesagt, gucken wir uns mal die Scoring-App an, die wir hier so haben. ImperiumScorer.search.sh. Dann wollen wir Single Game Legends Only. Ich habe jetzt also auch die ganzen Common Karten hier, die waren alle aus der Legends Box. Ich spiele die Utopia. Der Bot spielt die
Arturia auf dem Level Imperator. Wir machen ein Full Scoring, Legends Only. Alle Karten haben wir aus der Legends Box genommen. Was ihr noch wissen müsst, in der Legends Box und in der Classics Box, die allgemeinen Karten hier, Regionen, Ruhmeskarten, Civilized, Uncivilized, Tributkarten und so weiter, die sind unterschiedlich. Da muss man ein bisschen aufpassen, das muss man wissen. Wenn man nur in der Legends Box bleibt oder nur in der Classics Box, dann ist das einfach, dann kann man die Karten jeweils der jeweiligen Box komplett nutzen. Wenn man aber mischen sollte, dann muss man aufpassen, die Sküten zum Beispiel, hier liegen sie gerade, sind auch Teil der Classics Box. Wenn ich jetzt gegen die Sküten mit den meinetwegen Arturianern spielen würde, dann müsste ich die Sküten hier raussortieren und dafür eine andere Tributkarte aus der Classics Box dann rausnehmen, denn die jeweiligen beteiligten Völker dürfen nicht unter den Tributkarten sein. Da muss man dann ein bisschen sortieren, aber ansonsten ist das alles beliebig mischbar. So, wir machen mit dieser App weiter. Ich kann euch die jetzt nicht einblenden, dafür fehlt mir die Technik. Aber ich hoffe, kann ich vielleicht ein bisschen reinzoomen? Nee, das bringt auch nichts. Wir machen mal weiter. Ich lese euch das vor. Ich kann jetzt hier zählen, wer was hat. Das machen wir mal als erstes. Ich habe... Drehen wir es mal um. Ich habe zwei Material. Ich habe 22 Bevölkerung. Und ich habe 4 Progress Token. Das ist ein bisschen wenig. Ja, ich habe 3 Material. So, da habe ich es gezählt. Was hat der Bot? Der Bot hat 2, 4, 6 Material. Er hat 20, 25, 29 Progress. Er hat alleine schon 25 Punkte Unterschied gewonnen durch die ganzen Progress-Punkte, die er gekriegt hat. So, dann hätte ich jetzt auch hier auswählen können, dass durch einen Kollaps das Spiel beendet wurde, wenn nämlich der Anrechtstapel leer wird. Das ist hier nie passiert, also ist alles gut. Und jetzt kann ich für mich, muss ich jetzt scoren und kann jetzt sagen, welche Karten ich habe. Select the side of the Utopian's power card you have been using. Ich habe die A-Karte, die A-Seite benutzt. Dann habe ich Karten in Play. Jetzt muss ich die Karte, die ich in Play habe, benennen. Ich habe die Griechen. Die habe ich im Spiel. Und hätte ich sie nicht im Spiel, okay, sie bringen mir so keine Punkte. Die Griechen habe ich nicht, die Griechen habe ich im Spiel. Dann habe ich im Spiel die Ebenen, die Plane. Und was ist mit dem Cataphract? Den habe ich ja auch im Spiel. Jetzt muss ich gucken, wo ich den Cataphract... Ah, ich muss den als Garrison angeben. Das heißt, ich muss erstmal die Ebenen angeben. Hier Plane, so, dann kann ich bei der Garrison sagen, Under Plane. Und hier kann ich jetzt bei den Civilized Karten den Cataphract angeben. Jawohl, so. Dann haben wir das Moor in Play. Die Highlands haben wir in Play. Und die Fortified Regent haben wir in Play. Dann habe ich jetzt meine in Play und die Garrison-Karten angegeben. Dann gucken wir in der History nach. Da haben wir nämlich nur die Astronomie. Habe ich das auch angegeben. Und dann müssen wir jetzt in Deck und auf der Hand noch angeben, was wir hier haben, und in Exil haben wir auch eine Karte. Im Exil haben wir nämlich den Onager, da ist aber hier wichtig nur eine Karte im Exil.
die hatte ich aktiv ins Exil gebracht. Moment. Stop it. Hier wird nicht vom Exil, das ich aktiviert habe, gesprochen bei der Punktekarte. This is optional unless you are playing a card such as the Utopian's Monastery. Genau. Und es heißt Karten in Exil. Es geht also um die Karten, die in Summe im Exil sind. Und das sind natürlich ein paar mehr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21. So. 21 Karten im Exil. Und jetzt müssen wir noch Deck und Hand. Wir haben von den Utopian Dao Chang. Wir haben von den Utopian Mountain Retreat. Wir haben. Was sind eigentlich die Sacred Scrolls? Eine, zwei. Dann haben wir die Meditation, die Lost Tomes, noch eine Sacred Scroll, die Charity, noch eine Sacred Scroll. Dann haben wir die Portals. Und wir haben eine Fame-Karte, nämlich die Magnificent. Und das hier ist noch im Ablagestapel, das zählt ja auch noch als Deck. Das sind die Vikings. Das ist das Monastery, das Kloster. Das ist der Tree of Knowledge. Und das ist noch eine Sacred Scroll. Ja, und damit sind wir auf 36 Punkten. Das klingt sehr niedrig. Das war nicht gut. Da gehe ich gnadenlos unter. Wir wissen ja jetzt schon, dass der Bot schon mal bei 29 Punkten liegt, alleine durch seine Victory Points, durch seine Progress Token. Scoring Bot. Und jetzt alles in a single pile. Powerkarte wird nicht gezählt beim Bot und natürlich auch nicht das, was er nicht entwickelt hat, aber alles andere kommt in einen großen Gesamtstapel. Unabhängig davon, ob History oder Play, Discard, Nachziehstapel, wo auch immer. Und das müssen wir jetzt angeben. Wir gehen durch. Bei den Arthurianern haben wir, das sortieren wir mal so ein bisschen, dann gehen wir die nämlich erstmal alle Arthurianer-Karten an. Müssen wir ohnehin raussortieren. Und ihr seht schon, er hat einen Ausgangspunkt von 29. Und das wird jetzt ganz schnell mehr werden. Taliesin der Barde. Dann haben wir Geneva, dann haben wir Merlin, wo ist er denn? Da. Dann haben wir Lady Bertilak, dann haben wir Britannia Secunda, Britannia Prima, dann haben wir Avalon, dann haben wir Sir Gawain, dann haben wir Viviane vom See. Vivian of the Lake, dann ist es Sir Kai, dann Sir Bedevire, dann haben wir Percival, dann haben wir König Arthur, dann haben wir Uta Pendragon, dann haben wir Excalibur, dann haben wir Lady Morgana,
Original. Und wir haben Kafal. So, 36 Punkte aus diesen Karten. Das waren die Arthurianer-Karten, aber jetzt kommen natürlich noch viele andere. Wir haben Urban Development. Zack, das sind schon 41 Punkte. Dann haben wir das Amphitheater. Dann haben wir, ich sortiere mal nach Gruppen. Dann gucken wir mal nach dem Grasland. Dann haben wir die Berge. Dann haben wir die Seen. Dann haben wir die Lowlands, Island, Fortunate Isle, das sind nochmal zwei Punkte. Und das ist der Regenwald. Und dann haben wir bei den Uncivilized Karten noch einiges. Und Unrest hat er gar nicht. Oh, wir haben noch was übersehen. Amphitheater und Urban Development haben wir schon gewertet. So, wir haben Art, wir haben die Elders, wir haben die Jademaske, wir haben die Domestication, wir haben eine City, wir haben noch eine City, wir haben Espionage und wir haben Granat. So, da seht ihr es. 64. Tja, 36 zu 64, da bin ich aber sowas von gnadenlos untergegangen. Ich muss mit diesen Utopiern wirklich noch mehr spielen, um herauszufinden, wie die am Schluss an Punkte gelangen. Denn ihr habt ja gesehen, durch den Weg nach Shangri-La werden ja jedes Mal 5 Victory Points oder mehr, wenn man in der Zwischenzeit mehr angesammelt hat, verlegt. Das heißt, ich bin alleine schon... Von den Visionen sind 5, 10, bin ich los, um die erste Karte loszuwerden und dann nochmal 5, um überhaupt hier auf die Shangri-La-Seite zu kommen, um das Game-Spielende triggern zu können. Heißt also auch, 15 Punkte hätte ich alleine noch gebraucht oder hätte ich schon zusammen gehabt. Und es waren einmal sogar 7 Punkte, die ich losgeworden bin, wenn 17 Punkte habe ich schon gesammelt, die hätten hier noch drauf gehen können. Aber dann wäre ich natürlich hier nicht weitergekommen. Deswegen bin ich jetzt hier nicht bei 51, sondern bei 36. Beziehungsweise sind ja nicht 51, sondern sogar 53. Und dann fehlten mir nur noch 11 weitere. Das heißt, man muss also ordentlich Punkte mehr gewinnen, immer mindestens 15 mehr als der Gegner noch im Laufe des Spiels sammeln und dann noch weiterhin aktiv bleiben mit Punkte sammeln. Das wird schwierig. Da muss ich also echt noch öfter mit den Utopiern spielen und auch nochmal den Strategy Guide lesen. Vielleicht gibt es da noch Informationen dazu. So, es war schon wieder lange genug. Ich gucke mal auf die Uhr. Wir sind wieder bei 2¼ Stunden und das ohne, dass ich ganz groß die Regeln erklärt habe. Ich habe es einfach versucht runterzuspielen und dabei nur meine Gedanken zu erläutern. Einmal eine deutliche Niederlage Utopia gegen Arthurianer. Sind aber auch beides die schwierigsten Völker im Legendenbestand. Merkt euch, das Spiel kommt auf Deutsch am 9.9. Stand jetzt. Wir gucken nochmal nach, irgendwo ist es. Da, Spieleoffensive, aktualisieren. Zack, zack, Stand jetzt. 9.9. Imperium, Klassik und Legenden. Das ist das, was an der Spieloffensive kommt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne Likes und Kommentare da. Schreibt auch, wenn ihr irgendwo noch Regelfehler gesehen habt, die ich jetzt nicht entdeckt habe. Das war einmal hier, dass ich vom falschen Deck nachgezogen habe. Und es waren ganz am Anfang die fehlenden Unrest-Karten hier unten drunter. Wenn ich noch andere Fehler gemacht habe, schreibt es mir bitte. Und ansonsten freue ich mich über jeden Kommentar.
und auch gerne Anmerkungen dazu, was ich als nächstes vielleicht nochmal zeigen soll. Ihr habt ja in meinen Videobeschreibungen immer noch die Liste der Dinge, die so möglich sind. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bleibt gesund. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartakus.